Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 Community Server und heute erzählt uns der Max, wer denn alles mitspielt. Heute spielt mit Guten, Bauer Franz, Fabi 257, Jakob, Johannes, Kenny, Realplayer, LP Brody, Moritz, ich, Tobi 1600, Tom 1122, Torge, TV 7LP, XXX, Patrick. Moin Leute und auch hallo an meine Zuschauer. Hallo. Moin. Ja, wieder so viel, so nimm wieder mit auf. Ja. Böse. Ja, aber um vielleicht nochmal auf das Thema von der letzten Folge zurückzukommen. Ja. Paris, beziehungsweise Frankreich. Ja. Wie fandet ihr eigentlich diese Aktion, die Google unter anderem, Amazon, Facebook und so weiter mit den Frankreich Farben, Flagge, wie auch immer. Halt, nee, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Also wenn du jetzt auf YouTube gehst, ist statt dieser Tube, statt das Rot unterlegt, ist jetzt mit einer Frankreich-Fahne quasi unterlegt. Ja. Was aber auch, Dings war, gestern ging die ganze Zeit auf Instagram so ein Bild rum, so ein Peace-Zeichen, wo, also so ein schwarzer Kreisen innen drin, als schwarz so der Eiffelturm, was das Peace-Zeichen darstellen würde. Ja. Gestern die ganze Zeit auf Instagram rund. Ja. Ja, oder halt die Geschichte auf Facebook mit den Profilbildern, die du jetzt so mit so einem Filter belegen kannst, dass da halt auch die eingefärbt sind entsprechend. Ja. Hab ich gemacht. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Ja. Ich fand die Anti-Welle dazu ganz interessant, von wegen hilft ja nichts. Also es ist ja, weiß nicht, also klar hilft es nichts, das muss man ja einfach mal so sagen. Aber es ist halt... Es soll ja auch im Endeffekt nicht helfen. Man macht das ja nicht, weil das hilft, sondern einfach um, ja, Mitleid zu zeigen, sag ich mal. Ja. Hast du einen privaten Account auf Facebook? Ja. Achso. Rauszurufen. Ich habe mir letztens was Witziges überlegt, aber was mache ich nächsten Sommer? Achso. Wenn Gamescom ist und so. Aber lasst euch überraschen. T-Shirts, die mache ich vielleicht auch irgendwann mal wieder, aber... Du hast dich aber auf der Gamescom, hast du dich aber mal gezeigt, wie du das LS5-Layer schon gezeigt hast. Ja, und auch bei Twain, Twain Fever, wie heißt das hier, Twain's Ocean. Gut, wann bist du denn auf der Gamescom nächstes Jahr? Auf jeden Fall am Fachbesuchertag, bei den anderen Tagen gucke ich mal, vielleicht gehe ich auch alle hin. In welchen? Auf jeden Fall am Mittwoch, das ist dann immer Fachbesuchertag. Mal gucken, wann ich sonst noch hinkomme. Da dürfte ich auch dahin. Also wahrscheinlich werde ich an allen Tagen da sein. Oder vielleicht am Sonntag nicht oder so, weil irgendwann ist dann auch genug. Wo denn? Du fahr grad zu Földer. Gamescom. Ja, wo bist du denn dann auf der Gamescom? Ja, auf der Gamescom bin ich und guck mir Sachen an. Ich bin jetzt nicht die ganze Zeit nur an einem Stand. Glaubst du, bist schon auf dem DS, oder? Ja, kann es ja passieren, dass ich dich doch nicht sehe, vielleicht. Aber ja, also das ist nämlich eigentlich die Geschichte. Es wird in die Richtung gehen, dass ich auf jeden Fall kein Treffen mache oder so, sondern dass ich was anderes vorhab und weil ich es auch irgendwie blöd finde, wenn man jetzt sagt, okay, Mittwoch 15 Uhr da und da, da muss man immer so all seine Pläne danach auslegen, dass man um 15 Uhr dann da ist. Mhm. Und da hatte ich halt eine Idee, wie man das anders machen kann, dass man sich vielleicht mehr oder weniger zufällig trifft oder wenn man wie in der Nähe ist. Das muss ja schon Bescheid sagen, dass man da in der Nähe ist oder so. Ja, also ich mache dazu dann auf jeden Fall ein extra Video. Vielleicht verrate ich es auch demnächst mal, wie ich mir das vorstelle. Ich gebe euch einen Tipp, das macht Alexi Bexi so ähnlich. Du bist eh bei Giants, das weiß ich so schon. Ja, da werde ich auch auf jeden Fall ein, zwei Stunden sein am ersten Tag, aber ich werde da nicht den ganzen Tag sein. Wieso ja, kannst du dann als erstes? Kannst du dann auch den. Real-Life-Videos, sag ich mal, zu sehen. Guten? Hm? Kannst du dann auch so ein Typi auf von der Chance auf der Gamescom nach LS17 nachfragen? Ja, es wird nächstes Jahr auf der Gamescom wird sicher LS17 vorgestellt. Ich meine, die haben dieses Jahr schon bestätigt, dass sie dran arbeiten. Ja. Kommt da dann? Das wird sicher nächsten Oktober rauskommen, wenn man sich einfach an den normalen Rhythmus hält. Ja. So, ein Jahr. Da werde ich mir eine Kamera mitnehmen. Dann werde ich das aufzeichnen halt für YouTube. Mit Giants das so vorstellt, dann würde ich da aber vorher anfragen, dann kannst du nämlich einen Termin mit denen machen, das ist dann besser, damit du auch wirklich jemanden triffst da, der ein Interview macht, weil es gibt ja auch nur Leute, die quasi den Stand betreuen. Ah, okay.
Ja, vielleicht nehme ich das dann auch einfach nur mit dem Handy auf, weil das sonst. Also ich werde auf jeden Fall wieder ein Interview machen, mal gucken, was sonst noch so zu sehen ist. Ich mache auf jeden Fall nächstes Jahr noch mehr zu Gamescom als dieses Jahr. Ich meine, dieses Jahr war ja im Endeffekt interessantes bei Giants und das Lenkrad. Die Gold-Version, okay, da konnte man im Endeffekt nur einen Bruchteil von der Map sehen und die Fahrzeuge teilweise. Ja, was mich auch noch, und dann werde ich auch nachfragen, wie die das jetzt mit dem Boden machen und so, weißt du? Was jetzt so ein bisschen Neuerungen sind, die dynamischen Boden drin haben und sowas, weißt du? Ja, ja, geil. Oder ob die mit Flug. Sowas werde ich dann mal nachfragen. Bei denen. Ja, dynamischer Boden, ich glaube ganz konkret, also man muss immer so vorsichtig sein bei so Fragen, also ganz konkret werden die dir nie was versprechen. Nein, die sagen das meistens immer nur, in welche Richtung es geht. Ja, dann werde ich fragen, geht du Richtung dynamischen Boden oder so, ne? Ja gut, dynamischen Boden ist halt schon was sehr Konkretes, ne? Ja. Also ich glaube, dass sich vielleicht was am Boden tut, aber nicht so übertrieben, was weiß ich, Spin-Tires-mäßig, sondern dass ich mir vorstellen kann, dass sie so eine Art Spuren auch auf dem Feld machen. Und dass man da ein bisschen eindringt, so mehr so wie beim Echt-Terrain-Mod und so. Dass man beim Fliegen halt so ein bisschen in die Furche rutscht und so. Spin-Tires wäre ein bisschen auch praktisch mit den großen Geräten, wenn du die ganze Zeit aufsitzt und die nur durchs Feld gezogen werden musst. Oder durch ein Feld fahren, durch einen Bestand, dass dann Spuren drin sind. Ja. Und das ist bei den Sämaschinen vielleicht auch Fahrgastbeschreibung gibt. Das würde ich mich auch noch richtig freuen. Den Fahrgassen nicht machen, weil das wäre dann wieder für manche, die, sag ich mal, nicht so realistisch spielen. Nee, kann die ein- und ausschalten. Ja, das wäre halt, also ich fände es auch cool, wenn der LS realistischer wird, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, also jedenfalls nicht so global, gerade mit so Details wie Fahrgassen. Ja. Weil zu Fahrgassen, wenn man das dann konkret macht, ich sag mal, vernünftig durchsetzt, müsste man sowas wie Soil-Mod und Drive-Control dann dazu nehmen. Dann hätte man wirklich einen deutlichen Gewinn an Realismus. Machen wir jetzt Soil-Mod dazu, oder wie? Auf dem Community-Server. Nein. Das wär, brauchst du noch das wäre aber geil. Mit Auffällen? Immer das wissen wir nicht. Max? Ja, also, Max musst du auch erstmal in die Map einbauen. Ja. Bleib mal stehen, Jakob. Bleib tanken. Aber ich habe eine Idee, ich werde auch irgendwann mal wieder was mit Soilmod machen. Ich habe auch mehr oder weniger konkrete Pläne, was wir nach Sosnovka machen, also Nico und ich. Und vielleicht. Auf der Holzhausen kann man gut spielen mit Soilmod übrigens. Ja, es gibt ja viele, mittlerweile viele Maps mit Soilmod. Die Tunsdorf zum Beispiel. Ja, die Tunsdorf mag ich jetzt einfach nicht so. Gut, ich nicht schlecht, aber ist nicht so mein Geschmack. Gut, ich helfe dir ein bisschen auf Feldleute zu dreschen, okay? Ja, kannst du machen. In Case. Ich spiele Wächter Vakuum. Ja, fast. Der andere heißt das Wächter Vakuum. Der ist auch eine vom Mod Contest. Und die, ist mega klein, nur flach. Und hat eigentlich eine BGA, die eigentlich so wie Thüringen eher passen würde. Ich muss auch sagen, das Schönste an der neuen Landwehrkanal ist die BGA. Die ist echt cool geworden. Die ist richtig nice. Wenn man auf einen Kran einsteigen könnte. Ja, gut, im Endeffekt bräuchte man den eh nicht so wirklich. Ja, aber wie heißt es gut? Der Kran da, das ist, ich glaube, das ist auch auf der Dieselbach V2 oder so, auch vom Mod Contest verbaut. Ja, die hat er auch woanders von, aber er hat die halt schön in die Map eingebaut, muss man sagen. Aber mich würde es echt, ich fände es richtig nice, wenn man den auch selber bedienen muss. Also aus diesem vorderen Tank in den hinteren. Das wäre schon cool, aber ich sag mal so, du baust so oder so einen Radlader. Von daher, irgendwie muss das ja erstmal in die Halle reinkommen. Ja, vielleicht, dass du das Inventar ein bisschen verteilst. Da oben rausnehmen und dann da oben wieder reinfüllen. Ja. Das finde ich nice. Das finde ich geil. 5 Kubik Schaufel rein und oben rein. Das finde ich cool. Es gibt ja auch Scheunen in Österreich oder so, wo du so Stroh und Graslager so machen kannst, dass du da mit dem Kran von oben reingreifen kannst, dass du mit so einem wieder da warst. Ich habe in Videos gesehen. Ja, oder halt so Ballenkräne. Zum meine ich ja. Franz, steht da noch was? Nein, ich war gerade den letzten paar Meter. Gutes. Dann tanke die ab, dann kannst du auch auf Feld 9. Sorry. Oder auf Feld 11 noch. Oder auf Feld 11, dann können zwei auf Feld 9, also ich im Guten und dann zwei auf Feld 11.
Was wollen wir als nächstes auf Feld 41 machen? Es könnte einer mit der Seilmaschine schon mal auf Feld 42 kommen. Ja. 42 haben wir doch gar nicht. Ja. 42? 41, sorry. Ja, ich komme mit einer Kondo auf Feld 42. 41. Ja, genau. 42 ist dann auch noch zu dreschen. Wir haben noch nicht 42 haben wir. Ich meine 40 so. Da ist auch noch was habt ihr mit eurer 42? Keine Ahnung, was wir damit heute haben. Das ist die magische Zahl. Ja, 40 auf jeden Fall, da steht auch noch Raps. Ich halte das jetzt keine 15 Minuten, also hätte ich gesagt, ja, wir haben auch eine magische Zahl oben, ne? Eine Aufnahme. Hätte ich dann gesagt. Wo bist du denn? Ja gut, ja, auf Feld 9 mit könnte man natürlich machen, aber dafür bietet sich die Zeit nicht so ganz an. Ja, ne? Das ist heute schon vermehrt vorgekommen, dass die auf Feld 42 gehen wollten, aber dann auf einmal bei Feld 41 waren. Ich frage mich gerade, ob das cool wäre. Vielleicht kennt ihr Rocket Power Grid? Ja. Das ist so eine App fürs Handy, damit kann man auch Spiele und so weiter, Funktionen darauf aufs Handy legen. Und ich frage mich, ob es cool wäre, das Handy quasi irgendwie mit doppelseitigem Klebeband in die Mitte vom Lenkrad zu machen und sich da quasi ein erweitertes Display zu machen. im Endeffekt, ich habe ja eh eine Seitenkonsole. Es gibt ja so eine. Ich würde sich das jetzt nicht lohnen, aber für mich. Wollte ich nicht immer auf die Tastatur umgreifen. Also ich habe es in 13 an der Zeit lang gemacht, als wir auf der Micmap gespielt haben. So eine App gibt es ja für Imsi. Aber ich habe so ein geiles Tool, da ich brauche keine LSCD mehr einlegen. Also was, ist wie soll so eine, was soll auf Feld 41 gerät werden, Akras? Kann man sich kostenlos holen. Cool, kannst du warten, dann könnt ihr zusammenfallen. Ich würde Raps sagen, nämlich da haben wir nichts mehr von. Okay, ist der Raps. Ich werde die Seite hier mal begradigen. Aber wir haben in der Mitte angefangen zu gucken. Das macht wieso keinen Sinn, weil ich mit GPS fahre und du ein anderes Schneidewerk hast. Also am besten suchst du dir deine innere Kante da und fährst da immer lang. Weil sonst, kommen wir uns vom Kurs her in die Quere. Ja, wir fahren auch mit GPS, aber wir haben das Feld einmal in der Mitte geteilt und dann fahren wir halt jeder auf seiner Bahn. Ja. Also ich mache jetzt auch erstmal einmal GPS. Also hier die Kante gerade. Keiner auf Feld, 41 Sellen helfen, weil wenn die zwei da schon von der Mitte nach außen machen, dann reicht da eine Sellenmaschine. Mach ja von der Mitte nach außen. Gurban ja schon. Also wenn wirklich 16 Spieler auf dem Server sind, leckt es ein bisschen. Ja. Bei mir überhaupt nicht. Es könnte aber gleich mal einer mit dem Tank fast kommen. Ich hab nicht mehr viel im Tank. Ich hab nämlich vergessen, eben zu tanken. Du hast aber noch über 10%, also kommst du noch weit. Nee, aber nicht mit dem Grubber. Nicht mit dem Grubber. Mit der Scheibenegge. Was halt, das soll mal Island wirklich ein geiler Mod, wenn man mal draußen hat, dann braucht man wirklich mal gut für Dreck. Ja, das Vollmod ist was mir sehr gut gefällt, aber es ist halt auch sehr aufwendig. Aber es bringt halt auch sehr viel Neues. Ich spiele eigentlich fast immer, wenn ich Singleplayer oder jetzt habe ich auch mit einem Freund, da bin ich auf dem Multiplayer. Ich habe auch fest vor, also in Zukunft, fürs nächste Jahr, bei dem Projekt, was ich da so plane, werde ich auch regelmäßig flügen. Und sowas. Ich könnte mal einer bitte mit dem Tank fast kommen, weil der sagt richtig viel Diesel. Ich glaube, bei Solmod ist Grubbern und Flügen gleichberechtigt, aber trotzdem mache ich dann beides. Nein. Feld 41, Simon. Ja, Simon ist schon auf dem Weg. Winterweise einfach, dass gerade auch hier, ich meine, wer hängt von euch nicht gerne mal 3-4 Hänger aneinander oder schnell mit der Kondor übers Feld düsen? Weiß nicht, ich finde, das macht mir persönlich nicht so viel Spaß. Das macht eigentlich so ein bisschen. Die 3-4 Hänger, die machen mir auch nicht Spaß. Mit der Kondor, das macht doch schon Laune. Ja, wobei die Kondor auch so ein bisschen grenzwertig ist. Ja, gerade je nachdem, was man davor hängt, wenn man dann noch irgendwie den GTA davor hängt oder so. Ja, dann ist es halt die Scheiße. Vorhin hatten wir einen, der einen GTA, von 8 Meter drüber gehängt hat. Was soll ich? Das war nicht der GTA, das war der Fan Farmer. Nein, das war der Fan 318 LSA. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein echter ist oder. Also auf jeden Fall hat die Konde nur ein Füllvolumen von 8000 Liter. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wenig oder viel ist, aber mir kommt ein bisschen zu wenig vor. Nein, das ist viel. Überleg mal.
8000, also 8 Kubikmeter Saatgut. Das so ist viel schon ganz schön viel. Wobei ich glaube, in echt hat die sogar einen kleineren, weil in echt kann die ja auch direkt mit düngen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und dann sind die Tanks quasi zusammengefasst. Sprich, die, da passt wahrscheinlich einfach eigentlich nur 3000 Saatgut rein und die 5000 sind Dünger oder so. Ich weiß es aber nicht genau. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es so ist. Oder 4000 Dünger, 4000 Saatgut. Also wenn du da 8000 Saatgut drin hast und dann Beispiel Raps, also dann schaffst du einige Hektar. Ja, ja, da kannst du mal aber mal 2-3 Tage durcharbeiten. Ja, du brauchst keinen Saatgut drauf. Ja, okay, auf, ja, allein von der Bodenverdichtung ist das aber halt nicht wieder so gut, ne? Ist halt doch jede Menge Gewicht. Torkel, kommst du? Wo bist du? Und ich fahr mal wieder hoch. Jo. Nee, geht wie lange geht die Folge noch? Die Folge ist eigentlich schon vorbei. Gut, dass du mich dran erinnerst. Ja, wir haben jetzt 60 Minuten. Ja, jetzt haben wir 16 Minuten, das stimmt. Und deshalb würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao.